Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Die Siedler 4 in der Gold Edition. So, wir haben in der letzten Folge die Tutorials 1 bis 3 gemacht. Jetzt fangen wir einfach mit dem Tutorial 4 an und machen dort an der Stelle direkt weiter. Herzlich willkommen zum vierten Tutorial. In dieser Mission erfahren Sie alles über den Bergbau und die Metallverarbeitung in der Welt der Siedler. Es gibt eine Reihe von Rohstoffen, die nur mit der Hilfe von Minen abgebaut werden können, zum Beispiel Eisenerz oder Kohle. Da diese Rohstoffe aber unterirdisch lagern, müssen Sie die Vorkommen erst einmal finden. Um unterirdische Rohstoffe aller Art zu entdecken, lassen Sie einen Geologen in den Boden untersuchen. Er wird kleine Schilder aufstellen, die Ihnen anzeigen, ob er ein Rohstoffvorkommen gefunden hat. Sie bilden Geologen aus, indem Sie die Figur dieses Spezialisten im Spielmenü markieren, bereits geschehen, und anschließend mit Hilfe der Pfeiltasten die gewünschte Anzahl einstellen. Bilden Sie 10 Geologen aus. Machen wir das doch mal. So, jetzt müssten eigentlich Geologen losziehen und sich Hämmer hier holen. Oh, natürlich kommen die vom ganz anderen Ende der Siedlung. Also das ist nicht vielleicht immer ganz ideal gelöst, was das angeht, dass die dann manchmal da durch die halbe Siedlung rennen, um hier dann bis zu den Hämmern zu kommen. Okay, das sind dann schon vielleicht so Kritikpunkte, die man manchmal in das Spiel haben kann. Dass sich die Siedler sozusagen manchmal einfach den längstmöglichen Weg suchen. Ich glaube, ich habe in der letzten Folge es nicht ganz hinbekommen, das halb richtig synchron zu machen, weshalb da manchmal mein Nudeln, whatever, nicht ganz so, ich sag mal, genau war. Aber ich glaube, das wird mir noch etwas häufiger passieren, einfach weil es sehr, sehr schwierig ist, eine Fraps Audacity-Aufnahme gut zu synchronisieren. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, da eine absolut gute Synchronisation hinzubekommen. Also nimmt mir das nicht übel, wenn das mir dann manchmal passiert. So, da Sie nur im Bergbau betreiben können, wer hätte es gedacht, Bergbau macht man im Berg und nicht auf einer Ebene, lassen Sie Ihre Geologen die große Gebirgskette im Westen nach Rohstoffen absuchen. Markieren Sie die Gruppe der Geologen. Zack. Und dann geht es ab ins Gebirge. Gibt es hier irgendwie einen Pfeil? Es gibt keinen Pfeil. Gut, dann können wir sie nämlich ganz frei losschicken. Das heißt, ein bisschen warten. Die Geologen ziehen hier los und werden dann gleich melden, wenn sie was gefunden haben. Und die Geräusche, die Geologen machen, wenn sie was finden, ist einfach zu genial. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, schön leise sein, sonst hören wir es nicht. Hört ihr, ne? Die Schilder zeigen Ihnen Art und Menge des Rohstoffs an. Silberne Barren, Eisen, schwarze Dreieck, Kohle, goldene Barren, Gold, weiße Quader, Steine, gelbe Dreiecke, Schwefel. Anzahl der Rohstoffe steht für die Rohstoffmenge. 1 wenig, 2 mittel, 3 viel. Sie können die Uhr eine Minute vorspringen lassen, indem Sie die Taste F12 drücken. Beobachten Sie die Geologen ein wenig bei der Arbeit. Ja, komm, machen wir das doch mal. Aha. Beobachten Sie die Schilder. Sie können sehr leicht die einzelnen Rohstoffe unterscheiden. Sie sehen einige Schilder, die deutlich auf ein Eisenerzvorkommen hinweisen. Ja, so ziemlich. Wir können eine Eisenerzmine auf die markierte Stelle bauen. Zack. Und, oh mein Gott, da bietet sich eine Kohlemine an. Und, ja, wieso soll sich da eine Goldmine anbieten? Wir warten eben kurz, bis wir wirklich durch die Geologen bestätigt haben, dass dort eine Goldmine hingehört. Ja. Ich meine, ich will hier ja nicht die Katze im Sack kaufen, sozusagen. Okay, hier fängt so ein bisschen das Gold an. Ich vermute dann tatsächlich, dass hier Gold sein wird. Da soll Stein sein. Warten wir lieber, ne? Dort hinten ist Schwefel. Schwefel brauchen wir als Römer nicht. Das brauchen wir nur mit ein paar anderen Völkern. Werden wir dann sehen im richtigen Moment, wenn wir es brauchen. Ich glaube, dazu gibt es dann auch nochmal ein Tutorial. Also da macht euch schon mal keine Sorgen. Es wird wirklich so gut wie alles erklärt, was diese Welt der Siedler angeht, hier in den Tutorials. Das finde ich richtig, richtig gut gelungen auch. Also ich
habe auch die Tutorials eine Zeit lang richtig gerne gespielt, einfach weil sie mir auch nochmal ein paar Sachen gezeigt haben, die ich selber nie wusste. Also ich habe Siedler 4 habe ich damals im Grunde durch einen Kumpel kennengelernt. Der hatte das bei sich zu Hause gehabt und wir hatten dann, das war so ein Highlight in meiner Kindeszeit, hatten wir das mitten in der Nacht gespielt. Das war so das erste Mal, dass man quasi mitten in der Nacht nochmal aufsteht, um nochmal zu zocken. Schwefel wird von Römer nicht weiterverarbeitet, sondern dient nur den Handel mit anderen Völkern. Daher wird darauf in einem späteren Tutorial eingegangen. Beobachten Sie nun die Fertigstellung der Minen. Also, in der Zeit kann ich ja weiter erzählen. Ich habe ja gesagt, ich war ungefähr 6-7, als ich angefangen hatte mit den Siedlern. Ich glaube, ich war sogar noch jünger. Mit 6 war ich eigentlich schon in der Grundschule. Aber andererseits kann ich nicht jünger gewesen sein, weil... Na gut, jetzt gehen wir mal davon aus, Grundschule, 6-7 Jahre alt. So, und dann beim Kumpel mal eine Nacht übernachtet. Die Mutter hatte sich so gedacht, ist doch bestimmt mega cool, wenn man dann mal mitten in der Nacht aufsteht als, junger Knabe und dann nochmal zocken kann und nochmal ein Röntchen Siedler zockt um die Uhrzeit. Und ich muss sagen, es war richtig, richtig geil und hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich erinnere mich immer noch wieder gerne an die Zeit. Da hatten wir dann die dritte Römer-Mission nochmal zusammen versucht, zu zweit, mein Kumpel und ich. Oh mein Gott, war die schwer. Ihr werdet auch noch sehen, warum die dritte Römer-Mission die schwerste Römer-Mission ist. Wenn wir das hier dann gemeinsam machen. Ah, da freue ich mich schon drauf. So viele Erinnerungen sind im Grunde an dieses Spiel auch wieder geknüpft. Also im Grunde ist es ja so, ich verbinde sehr, sehr viele Erinnerungen eigentlich mit Musik und mit Spielen. Also so ziemlich, ich kann mich an sehr, sehr viele Sachen aus Kindheit und so erinnern, einfach dadurch, dass ich mich an die Musik oder an die Spiele erinnere, die ich damals gespielt habe. So, die Minen sind fertig. Sobald die Minen fertiggestellt sind, werden die Bergleute mit der Förderung der Rohstoffe beginnen. Die dazu benötigte Nahrung erhalten sie von den bereits bestehenden Produktionen. Ja, wie wir hier sehen, hier stehen schon zwei Getreidefarmen, eine Viehzucht, eine Metzgerei, eine Mühle und eine Bäckerei, sowie hier oben eine Fischerei. Ja, okay, können wir weitermachen. Die Arbeiter in den Minen sollten die Arbeit jetzt aufnehmen. Die Rohstoffe müssen allerdings zum Teil noch weiterverarbeitet werden. Aus Eisenerz müssen sie erst noch Eisen gewinnen. Jetzt müssen wir eine Eisenschmelze bauen, die das Eisen halt... Hey, na toll. Sollten wir das dahin bauen, so. Eine Goldschmelze, damit wir Golderz zu Goldbarren umwandeln. So, und jetzt müssen wir warten, bis die Schmelzen gebaut sind. Das dauert halt noch ein bisschen. Ist halt schön. Und keine Ahnung, irgendwie habe ich auch gar kein Problem hier mit den Siedlern dann auch ein bisschen bei ihrer Arbeit zuzugucken. Ich sehe eigentlich keinen größeren Grund darin, irgendwie die Zeit hier, wer weiß wie, vorzuspulen oder so. Einfach weil es hier immer irgendwas zu sehen gibt. Unsere Geologen sind hier noch fleißig am Werkeln, die untersuchen jetzt den gesamten Berg. Hier sieht man noch, hier sind so einzelne kleine Kohlevorkommen. Könnte für den Anfang manchmal ganz wichtig sein, wenn man dann zum Beispiel keinen anderen Kohlevorkommen findet. Unsere Eisenmine hat schon komplett 8 Eisen rausgesucht. Die Kohlemine hat auch schon 8 Kohle rausgeholt und die Goldmine hat sowieso mehr als genug Fisch und hat auch schon 3-mal Gold rausgesucht. Und hier seht ihr die ganze Menge an Trägern, die hier in aller Ruhe die Steine übertragen. Ihr werdet auch noch später sehen, es gibt eigentlich doch ein paar Sachen, die die einzelnen Völker unterscheiden, aber es sind halt auch nur so Nuancen. Also im Grunde, die Grundsachen bleiben bei allen gleich. Also alle haben die sogenannte Bauwirtschaft aus Stein, Holz und Förster und Baumstämmen und dem Sägewerk und so, ne? Alle haben dieses Standardsystem mit den Schmelzen und den Schmieden. Die Schmieden werden wir gleich auch noch kennenlernen. Und so. Später werden halt noch ein paar andere Sachen hinzukommen. Das werdet ihr alles noch so sehen. Vor allem in den Einheiten, in den Kriegsmaschinen und in den Zaubern unterscheiden sich im Grunde die Völker, wenn man das so sehen möchte. Ja, und vielleicht im Aussehen der großen Türme. Aber das sind dann auch noch so Feinheiten, die werde ich dann in speziellen Missionen dann zeigen. Weil darauf wird dann in den Tutorials nicht so eingegangen. Aber na gut, Aussehenssachen sind ja auch nicht so Sachen, die man nochmal erklären muss, oder? Will ich zumindest mal meinen.
Dum, dum, da, 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 dum. Tja, unser Schafzucht hat absolut überhaupt gar kein Getreide. Woher das wohl kommt? Ich würde mal meinen, zwei Getreidefarmen sind eigentlich nicht genug für eine Schafzucht in eine Mühle. Ich kann leider hier jetzt auch nicht auf die Warentransportwege eingreifen, sonst könnte ich zum Beispiel die Priorität für Schafzucht ein bisschen hochstellen, weil ich meine, wenn wir hier gucken, die Kohlemine hat eigentlich schon genug Brot. So, Werkzeugschmiede. Okay, in der Nähe der Eisenschmelze. Mit der Werkzeugschmiede können wir halt neue Werkzeuge basteln, wenn uns zum Beispiel die Hämmer ausgehen oder die Spitzhacken oder so, ne? Eine Waffenschmiede. Oh, das ist eine der wichtigsten Sachen. Eine Werkzeugschmiede produziert alle Arten von Werkzeugen, die sie in ihrer Siedlung benötigen. Markieren Sie die Werkzeugschmiede, sobald sie fertiggestellt ist. Und ihr seht hier jetzt, die ganzen Träger ziehen los und bringen die ganze Kohle und das ganze Gold und das ganze Eisen zu den beiden Schmelzen. Man sieht auch, beide Schmelzen brauchen Kohle. Aber in der Regel reicht doch die Kohle von einer Kohlenmine aus, um beide Schmelzen zu versorgen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie reicht das so gerade so. Einfach wahrscheinlich, weil man Gold nicht in so großen Mengen braucht wie Kohle, wie Eisen. Das heißt, man braucht sowieso mehr Kohle für die Eisenschmelze. Und die Eisenschmelze liegt, glaube ich, auch in der Belieferungspriorität höher als die Goldschmelze. Zumindest in der Standardlieferungspriorität. Man kann die ganzen Lieferungsprioritäten nur noch ein bisschen umschieben und sowas alles. Das werde ich dann alles zeigen, sobald es soweit ist. Aber wenn ihr so seht, zum Beispiel die Kohlemine hat noch mehr als genug Kohlevorräte da. Die Eisenmine hat sowieso schon wieder volle Eisenvorräte. Also die Minen schleppen richtig gut was ran, wenn sie denn die Nahrung haben. Also die haben bald alle mehr Rohstoffe als verarbeiten können in der Schnelle. So, die Werkzeugschmiede wird eben schnell fertig gebaut. Und zack. So. Mit dem runden Schalter öffnen Sie das Aufklappmenü. Sie können darin einstellen, welche Menge welchen Werkzeug Sie produzieren möchten. Zwei Sägen und zwei Spitzhacken. Mindestens zwei Sägen und zwei Spitzhacken, okay. Markieren Sie die gewünschten Werkzeuge und geben Sie mit Hilfe der Pfeiltasten die zu produzierende Menge an. Um eine permanente Produktion anzuordnen, klicken Sie einfach auf die auf der Seite liegende 8, was auch für unendlich steht. Ihr seht hier, die Werkzeugschmiede braucht genauso wie später die Eisenschmiede, die Waffenschmiede, sowohl die Eisenbarren als auch Kohle. Das heißt, wir brauchen nochmal Kohle. Spätestens dann sollte man vielleicht noch eine zweite Kohlemine bauen, weil dann der Kohleverbrauch doch ziemlich in die Höhe steigt, wenn man mit zwei Schmieden arbeitet und dann noch den beiden Schmelzen. Also man sieht ziemlich schnell, es gibt gewisse Rohstoffe, die in größerer Menge erfordert sind als andere Rohstoffe. Und da muss man halt dementsprechend die Wirtschaft ein bisschen anpassen, sodass man dann die passenden Mengen immer zur Verfügung hat, ne? Ist ja auch eigentlich logisch. Unsere Geologen sind hier oben immer noch ganz fleißig am Suchen. Hier unten, die sind nicht mehr so ganz fleißig. Die schieben wir auch mal nach oben. So. Tja, die Werkzeugschmiede macht nicht wirklich ihre Arbeit, einfach weil sie momentan noch nicht genug Kohle hat, weil die Kohle hier, ich glaube, priorisiert an die Goldschmelze geliefert wird. Ach, an die Eisenschmelze. Na gut, aber hier haben wir sowieso fast genug, fast einen vollen Eisenbestand. Und der, wie ihr seht hier, der bastelt auch schon an dem ersten Werkzeug. Er hat uns gerade eine Spitzhacke hergestellt, ist doch gut. Dum, 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 da, 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 da. So, jetzt schmelzt das Eisen in meinen. Aha, er braucht immer zwei Eisen pro Werkzeug. Oder hat er die Kohle gerade genommen? Ich glaube, er hat die Kohle genommen, ne? Das ist sehr wahrscheinlich, ist wahrscheinlicher. Und da ist eine Säge. Und das macht er alles jetzt noch einmal. Während er hier mit so einer Autoproduktion anfängt. Also die Waffenschmiede fängt automatisch einfach an, immer Schwerter und Bögen herzustellen, wenn sie nichts anderes im Auftrag hat. Das ist natürlich, das ist halt praktisch, dass wenn man vergisst, irgendwelche Aufträge zu geben, dass dann man trotzdem nicht out of Waffen ist, sozusagen, ne? Hier, wir haben zwar schon ein erstes Schwert fertig gebaut.
Tja, ihr seht, die Waffenschmiede ist zumindest in der, was die Kohlelieferung angeht, auch höher in der Priorität als die Werkzeugschmiede. Und anscheinend auch ein bisschen höher als die Eisenschmelze. Die Eisenschmelze ist momentan out of order, weil die keine Kohle hat. Schlecht. Ja, ihr seht eindeutig, wir bräuchten rein theoretisch noch eine zweite Kohlemine. In dem Fall funktioniert das jetzt nicht so ganz, weil wir im Tutorial nichts weiter bauen können. Ich würde am liebsten sowas von gerne jetzt noch eine zweite Kohlemine bauen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. So, er kann hier immerhin jetzt das nächste Werkzeug basteln. Nimmt sich die Kohle, nimmt sich ein Eisen, schmeißt beides rein, wartet kurz. Zack, und schon kann er los schmieden. Einmal abkühlen, zisch, und nochmal klopf, klopf. Und fertig ist es. Damit ist unsere zweite Spitzhacke fertig. Ist das nicht schön? Ja, das ist wunderschön. Tja, hier seht ihr jetzt, der ganze Berg ist im Grunde erforscht. Und die Geologen gehen jetzt zusammen wieder die Schilder auffrischen, denn die Schilder verschwinden nach einer Zeit auch. Hier seht ihr schon so einzelne Lücken in dem ganzen System an Schildern. Und die Geologen frischen diese Lücken halt selbstständig auf. Markieren sie die Waffenschmiede. So. Was sollen wir machen? Zwei Schwerter, zwei Bögen. Puh, ja. Eigentlich haben wir ja hier schon zwei Schwerter, zwei Bögen hergestellt, aber okay, er will das anscheinend nochmal hergestellt haben. Also während die Waffenschmiede auch automatisch produziert, produziert die Werkzeugschmiede nicht automatisch. Die stellt immer nur auf Auftrag her. Das ist, so, ist vielleicht wichtig zu wissen. Sonst verliert man, sonst könnte man meinen, man sollte eine Werkzeugschmiede besser nicht bauen, weil die sonst die ganzen Ressourcen verschwendet. Aber dem ist halt nicht so. Wie ihr seht hier, die Goldmine hat sowieso schon wieder absolut volles, ist voll versorgt, die Eisenerzmine ist versorgt, nur die Kohlemine, die muss halt schuften ohne Ende. Und die Steinmine. Die Steinmine arbeitet übrigens auch mit Brot, also sowohl die Kohle als auch die Steinmine arbeitet mit Brot, aber wie ihr seht hier, im Prinzip haben wir ja genug Brot für beide. Was halt eher das größte Problem ist, ist halt einfach die Menge an Kohle, die uns zur Verfügung steht. Das ist nämlich zu wenig. So, sehr gut. Sie haben ihre ersten Güste aus Metall herproduziert. Damit ist die Einführung in die Metallwirtschaft abgeschlossen. Juhu, Tutorial 4 haben wir geschafft. Jetzt kommt Tutorial 5. In dieser Mission lernen Sie, wie Sie neues Land für Ihre Siedlung gewinnen können. So, kurz umgesetzt. Willkommen zum fünften Tutorial. In dieser Mission lernen Sie, wie Sie das Gebiet Ihrer Siedlung erweitern können. Ihnen stehen zwei Möglichkeiten zur Gebietserweiterung offen, der Bau von Türmen und Burgen oder den Einsatz von Pionieren. Wenn Sie einen Blick auf die Steinmetzhütte werfen, stellen Sie fest, dass sich der Großteil der Steine außerhalb der Grenzen Ihrer Siedlung befindet. Ja, so ein bisschen. Um diese Steine für Ihren Steinmetz abbaubar zu machen, müssen Sie Ihre Siedlung vergrößern. Erweitern Sie also Ihr Gebiet, indem Sie einen Turm bauen und dies mit einem Soldaten besetzen. So, ziehen wir mal alle unsere Soldaten kurz zusammen, gucken wir mal, was wir hier an Soldaten so mäßig zur Verfügung haben. Ach, wir haben doch eine gute Menge an Soldaten hier, ne? Guck mal, hier hinten haben wir so eine Burg. Also eigentlich kann uns unserer Siedlung nichts passieren, wir sind so sicher. Das mittlere Wohnhaus spuckt noch ein paar Siedler aus gerade. So, mit allen Soldaten gehe ich mal kurz ein Stückchen raus aus der Siedlung.
So, jetzt müssen wir warten, bis der Turm hier fertig gebaut ist. Türme werden automatisch immer mit einem einzelnen Schwertkämpfer Level 1 besetzt oder mit dem Schwertkämpfer der niedrigsten Stufe, der zur Verfügung steht. Das heißt, wenn uns jetzt ein Schwertkämpfer Stufe 3 nur zur Verfügung steht, wird halt dem Schwertkämpfer Stufe 3 rein beordert. Man kann allerdings auch noch Bogenschütze zusätzlich mit rein beordern. Wenn kein Schwertkämpfer in der Nähe ist, oder wenn kein Schwertkämpfer existiert. Oh. Okay, ich revidiere meine Aussage. Es wird anscheinend automatisch der höchste Schwertkämpfer einbeordert, der zur Verfügung steht. Jetzt hat die Steinmetz Zugang zu den Felsen und kann sie für ihre Siedlung nutzen. Wenn Türme und Bogen wieder abgerissen werden, müssen, etwa um Baumaterialien zu gewinnen, bleibt die ursprüngliche Gebietserweiterung bestehen. Markieren Sie den Turm. Kabuff. Boom. Sie können auch mit Pionieren neues Land einnehmen. So. Aber wie wir sehen, die Türme geben normalerweise noch ein bisschen Sicht nach außen. So haben wir jetzt hier direkt an unserer Grenze ein Ende der Sicht. Finde ich eigentlich nicht so gut. So, Pioniere kommen jetzt. Sie müssen allerdings für jeden Pionier eine Schaufel bereithalten. Sie haben natürlich dafür gesorgt, dass sie in diesem Tutorial über ausreichend Schaufeln verfügen. Bilden Sie jetzt mindestens 15 Pioniere aus. So, wir machen mal 25, ne? Weil wir es können. 25 statt 15. Wird schon. Sie sollten nun ihre Pioniere zur Landerweiterung einsetzen, um ihr Territorium nach Norden auszudehnen. Ja, machen wir sofort. Wir sehen hier halt, mit dem Turm können wir ein ganz kleines bisschen über unsere Grenzen hinausschauen. Mit Pionieren werden wir gleich sehen, ist es halt ähnlich wie hier. Wir können nicht über die Grenze hinausschauen. Deshalb benutze ich eigentlich Pioniere ein bisschen weniger gerne. So, jetzt haben wir... Ich habe sogar 26 Pioniere. Was da los? Ach so, da sollen wir sie hinstellen. Okay. Markierten Einheiten können jetzt einfach mit einem Klick zur rechten Maus, das ist zu jeweiligen Ort schicken. Schon angekommen werden die Pioniere selbstständig mit der Arbeit beginnen. Schicken Sie die Pioniere zur markierten Stelle. Das machen wir ja gerade. Wir schicken mal die Soldaten ein bisschen aus dem Weg. Was ich halt ziemlich schön finde an den Römern hier, dass die Schwertkämpfer Level 1 auch wirklich mit diese langen Schilde haben, wie sie für die Römer ja damals auch üblich waren, ne? Die markierten Einheiten können Sie einfach mit einem Klick der rechten Maus zum jeweiligen Ort schicken. Dort angekommen werden Sie mit der Pioniere sehr schön. Ja. Beobachten Sie die Pioniere bei der Landgewinnung. Ja, jetzt werden wir sehen hier, die verschieben einfach mal unsere Grenzpfähle immer Stück für Stück weiter. Ich vergrößere mein Grundstück auch immer dadurch, dass ich einfach mal die Grenzpfähle ein ganz kleines Stückchen weiter Tag für Tag nach außen verschiebe. So funktioniert nun mal Landgewinnung. Ach ja. Ja, und so funktioniert das dann halt. Das dauert ein bisschen. Oh, guck mal, hier sind noch Rohstoffe. Wenn wir die Rohstoffe mit in unser Land integrieren, sozusagen, dann stehen die für unsere Träger zur Verfügung. Die erste Etappe wäre geschafft. Markieren Sie erneut die Pioniere und sammeln Sie weiter an Land der Küste ein. Die sandigen Untergrund ist nicht für den Bau von Gebäuden geeignet. Wer hätte gedacht? Du kannst hier noch das Stückchen Land eben komplett gewinnen. Ja, und wenn wir Pioniere auf leeres Land schicken, dann sehen wir hier, erzeugen sie Land für uns. Also dann fängt es hier erstmal an mit einem einzelnen Grenzpfahl und dann wird das langsam ausgebaut. Dann erzeugen wir hier quasi ein künstliches Land, welches zwar nicht geschützt ist, durch einen Turm. Also von Turm erzeugtes Land kann nicht einfach durch den gegnerischen Turm eingenommen werden. Land von Pionieren kann einfach durch den gegnerischen Turm wieder eingenommen werden. Deshalb finde ich auch, dass Pioniere ein bisschen weniger sinnvoll sind eigentlich als die Türme. Aber okay, eben das eine. Ja, der hier macht ja auch gute Arbeit. Viel muss er hier nicht mehr wegnehmen. Ja, du gehst dort oben hin, gefälligst so.
So, jetzt müssen wir noch warten, bis die hier genug Land geholt haben, dass wir hier vorne uns nochmal einen Turm aufstellen können. Aha. Ihr Pioniere haben nun wieder festen Boden erreicht. Errichten Sie nun einen Turm, um den Landgewinn abzusichern. Vergessen Sie nicht, einen Soldaten in die Nähe des Turms zu schicken. Bauen Sie einen kleinen Turm auf die markierte Stelle und besetzen Sie ihn mit einem Soldaten. So, ich stelle erneut mal einen Schwertkämpfer Level 1 in die Nähe. Normalerweise müsste eigentlich das vom Schwertkämpfer Level 1 übernommen werden. Außerdem sind meiner Meinung nach ein paar mehr Türme in der Siedlung sowieso immer ein bisschen besser. Kann der Gegner nicht einfach so ganz schnell die Siedlung kaputt rushen. Denn sobald du ja deinen letzten Turm verloren hast, hat man verloren. Also ist man wirklich tot. Ende des Spiels und so, ne? Hier sind auch schon Gebäude, die wir erst später kennenlernen werden und die hier überhaupt nicht funktionieren an der Stelle. Finde ich schon immer ganz sinnvoll. Genauso wie hier die Fischerhütte auch wieder nicht funktioniert. Ach ja, die Tutorial-Maps sind ja schon genial gebaut. So, die Bauarbeiter sind hier auf dem Weg, werden das hier gleich fertigstellen. Wunderbar. Wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Irgendwie macht mir das richtig Spaß, Siedler 4 jetzt die ganze Zeit aufzunehmen. Also es könnte so sich momentan zu meinem aktuellen Lieblingsprojekt entwickeln. Auch wenn ich davon immer längere Folgen mache, so, also es sind ja immer so halbstündliche Folgen, macht es mir richtig Spaß, die Folgen auch ein bisschen dann länger zu ziehen und so. Zack, 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 zack. Und jetzt geht der hier rein, nämlich weil er genau in der Nähe steht. Wunderbar. Jetzt können wir hier noch einen Aussichtsturm bauen. Um mal ein bisschen nach außen zu gucken. Ein Aussichtsturm wird halt einen normalen Turm dann auch ein bisschen ersetzen, wenn wir zum Beispiel Pionierland geholt haben und so, ne? Könnten wir doch ein bisschen nach außen gucken. Lassen wir die Pioniere hier oben so ein bisschen weiterarbeiten. So, ich hoffe, da müssen die jetzt nicht allzu viel planieren, dass es ein bisschen schneller geht. Immerhin, die Bauarbeiter müssen diesmal nicht ganz so weit laufen. Die stehen ja schon hier und müssen dann nur noch darüber kommen. Was ich in manchen Missionen gerne mal mache, ist, dass ich die Anzahl der Bauarbeiter, die man von Grund auf hat, verdopple. Also, Bauarbeiter sind so meiner Meinung nach immer so die Sache, die alles ein bisschen ausbremsen, wenn man davon nicht genug hat. Und deshalb, normalerweise muss man 10 Bauarbeiter haben. Oder hat man ungefähr, nee, Quatsch, normalerweise hat man 5 Bauarbeiter, so am Anfang des Spiels. Und ich verdopple das gerne mal auf 10 Bauarbeiter. Planierer lasse ich meistens bei 5, weil ich sowieso immer gucke, dass ich möglichst wenig planieren muss. Wenn es eine sehr scheiß Map ist, dann klar erhöhe ich auch die Anzahl von denen. Aber in der Regel. So, der Aussichtsturm wird gebaut. Hier sehen wir, wie weit der Fortschritt ist auch. Meist wird zuerst immer das Holz, ganze Holz verbaut und dann schließen wir das ganze Stein. Der ganze Stein. Also wird Stein auf jeden Fall verbaut anschließend. Sie können nun eine andere Siedlung am anderen Ufer ausmachen. Da Sie nicht wissen, ob diese Siedlung Ihnen freundlich oder feindlich gesonnen ist, sollten Sie für eine Stärkung Ihrer Soldaten sorgen. Öffnen Sie im Spielmenü das Aufklappmenü mit den Zielobjekten. Bauen Sie 5 verschiedene Zielobjekte. Ja, okay. Machen wir hier so das Ding. Die sieht auch immer gut aus, finde ich.
Das können wir noch dazu nehmen. Und ja, ein Brunnen sieht auch immer schön aus. Und zum Abschluss noch den Ritter. Zum Glück müssen wir da nicht viel planieren. Das heißt, die Bauarbeiter können das auch relativ fix fertig machen. Hoffe ich. Es sei denn, ich habe die richtig scheiße gebaut, platziert. Dann dürfte es ein bisschen mehr zu planieren geben. Aber eigentlich nicht. Jo, das erste Zielobjekt ist fast fertig. Die Zielobjekte werden bei der Berechnung des Kampfwertes ihrer Soldaten doppelt gewertet. Sie sind also besonders geeignet, ihre Soldaten zu motivieren. Ja, was nämlich in Siedler 4 ganz besonders ist, im Gegensatz zum Beispiel zu Siedler 3 und Siedler 2 und Siedler 1, die Soldaten werden stärker und schwächer, je besser die Siedlung ausgebaut ist. Also wenn ich sehr, sehr viele Rohstoffe in meiner Siedlung verbaut habe, dann sind meine Soldaten auch stärker. Das soll Rush-Taktiken vorbeugen, damit man nicht einfach mit einer ganz schnellen Rush-Taktik den Gegner kaputt kriegt, sondern man muss sich halt wirklich eine gute, funktionierende Siedlung aufbauen, damit man dem Gegner auch wirklich gewachsen ist. Ja, und die Zielobjekte halt später bilden halt quasi die Krönung. Die werden halt doppelt gewertet und bringen deshalb am meisten Kampfkraft dazu. Die Standarte. Der Brunnen, die Basis ist auch so gut wie fertig. Wunderbar. Der Turbogen auch. Der Ritter sowieso. So, die Vase ist fertig gebaut. Der Ritter und der Torbogen brauchen noch ein bisschen. Der Ritter ist, finde ich, auch eines der schönsten Zielobjekte. Ah, die Bank und die Standarte sehen auch gut aus, natürlich. Die Zielobjekte unterscheiden sich auch wieder von Volk zu Volk, also die sind dann auch wieder aussehenstechnisch unterschiedlich. So, eben ist ein Botschafter der anderen Siedlung eingetroffen. Er bietet ihnen die Freundschaft des Nachbarvolkes an. Sie haben das 5. Tutorial erfolgreich gemeistert. Wunderbar. Okay, das 6. Tutorial dauert wieder etwas länger, da wir dann schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen wären. Ja. Müssen wir jetzt an dieser Stelle schon wieder die Folge beenden. Ich wünsche euch alles Gute und freut euch auf die nächste Folge. Ich denke mal, ich werde Folgen jetzt immer dienstags, donnerstags und samstags machen. Ciao, ciao.